Der Hobbit von John Ronald Reuel Tolkien in der Übersetzung von Walter Scherff. Siebtes Kapitel: Ein seltsames Quartier. Zweiter Teil. Im Inneren der Halle war es jetzt fast ganz dunkel geworden. Beorn klatschte in die Hände und herein trabten vier wunderschöne weiße Ponys und mehrere große, langgliedrige, graue Hunde. Beorn sagte etwas zu ihnen in einer seltsamen Sprache. Es war, als ob Tierlaute zu Sätzen gefügt wären. Sie liefen wieder hinaus und kamen bald mit Fackeln im Maul zurück, die sie am Feuer entzündeten und in niedrigen Klammern an die Säulen der Halle steckten, die um den mittleren Kamin standen. Die Hunde konnten auf ihren Hinterbeinen laufen und Gegenstände mit ihren Vorderpfoten herantragen. Rasch holten sie Tafeln und Gestelle von den Seitenwänden und stellten sie nahe beim Feuer auf. Dann hörte man ein Mäh und herein kamen einige schneeweiße Schafe, die von einem kohlschwarzen Widder geführt wurden. Eines trug eine weiße Tischdecke, in deren Rand Tierfiguren gestickt waren. Andere trugen Teebretter auf ihren breiten Rücken mit Töpfen, flachen Schüsseln, Messern und hölzernen Löffeln, die ihnen die Hunde abnahmen und schnell auf die Tische legten. Diese waren sehr niedrig, niedrig genug, dass selbst Bilbo bequem daran sitzen konnte. Ein Pony schob zwei niedrige Bänke mit breiten, binsengeflochtenen Sitzflächen und kurzen, dicken Füßen für Gandalf und Thorin heran und dann ans gegenüberliegende Tischende Beorns mächtigen schwarzen Stuhl, der von gleicher Art war. Beorn saß sehr bequem darin und streckte seine großen Beine weit unter den Tisch. Das waren alle Stühle, die er in seiner Halle hatte. Worauf aber sollten die anderen sitzen? Sie wurden nicht vergessen. Die Ponys rollten runde, trommelförmige Baumklötze heran, die fein und sauber geglättet und selbst für Bilbo niedrig genug waren. So saßen sie bald alle wohlversorgt an Beorns Tafel, und die Halle hatte seit vielen Jahren nicht mehr eine solche Versammlung gesehen. Da stand nun eine Mahlzeit vor ihnen, wie sie sie seit ihrem Besuch im Haus an der Einödgrenze und ihrem Abschied von Elrond nicht mehr erlebt hatten. Das Licht der Fackeln und des Feuers flackerte rund um sie her, und auf der Tafel standen zwei hohe rote Bienenwachskerzen. Während der ganzen Mahlzeit erzählte Beorn in seiner tiefen, rollenden Stimme Geschichten über die wilden Gegenden auf dieser Seite des Gebirges und besonders über den dunklen und gefährlichen Wald, der einen Tagesritt weit sich von ihnen nach Norden, nach Süden erstreckte und den Weg nach Osten versperrte. Der schreckliche Düsterwald. Die Zwerge lauschten und schüttelten ihre Bärte, denn sie wussten, dass sie sich bald in diesen Wald hineinwagen mussten und dass nach der Überquerung des Gebirges dies die schlimmste aller Gefahren war, die sie zu bestehen hatten, ehe sie in den Herrschaftsbereich des Drachen gelangten. Als das Essen vorüber war, fingen sie an, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, aber Beorn schien schläfrig zu werden und ihnen wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sprachen meist von Gold und Silber und Juwelen, von Gegenständen des Schmiedehandwerks. Doch Beorn nahm daran keinen Anteil. In seiner Halle gab es nichts aus Gold und Silber, und außer den Messern war kaum etwas aus Metall gefertigt. Vor ihren hölzernen Methumpen saßen sie lang noch am Tisch. Von draußen kam die Nacht. Die Feuer in der Mitte der Halle wurden mit frischen Holzklötzen neu aufgebaut, die Fackeln wurden gelöscht, und noch immer saßen sie im Licht der tanzenden Flammen. Die Säulen der Halle standen hoch aufgerichtet hinter ihnen, ihr oberer Teil in Dunkelheit gehüllt, wie die Bäume des Waldes. Ob es nun Zauberei war oder nicht, Bilbo schien es, als ob er ein Geräusch hörte, wie Wind in den Zweigen, der am Gebälk rüttelte, und wie das Schreien der Eulen. Bald sank ihm der Kopf vor Schläfrigkeit vornüber und die Stimmen versanken in weiter Ferne. Da wachte er mit einem Ruck auf. Die große Tür krachte und wurde ins Schloss geworfen. Beorn war gegangen. Die Zwerge saßen mit gekreuzten Beinen um das Feuer, und gerade jetzt fingen sie an zu singen. Die Verse erzählten vom Wind, der über die dürre Heide hinwegbrauste, Rauchschwaden über dem Drachenlager im einsamen Berg zerfetzte, dann unter dem Mond, der sein altes, vergilbtes Segel setzte, die Welt verließ und in der sterntiefen Nacht die riesigen Seen der Finsternis aufwühlte. Bilbo fing wieder an einzunicken. Plötzlich stand Gandalf auf. »Es ist Zeit für uns schlafen zu gehen«, sagte er. »Für uns, aber nicht für Beorn, nehme ich an. In seiner Halle sind wir heil und sicher aufgehoben. Aber ich warne euch, vergesst nicht, was Beorn uns sagte, ehe er ging. Ihr dürft nicht hinausgehen, ehe die Sonne kommt, bei Leib und Leben nicht.«
Bilbo stellte fest, dass seitwärts auf einem Aufsatz zwischen Pfeilern und Außenwand Lager bereitet wurden. Für ihn gab es eine kleine Strohmatratze und wollene Decken. Sehr froh krabbelte er hinein, auch wenn es Sommerzeit war. Das Feuer war niedergebrannt und er schlief ein. Doch in der Nacht wachte er auf. Das Feuer war zu glimmender Asche zerfallen. Die Zwerge und Gandalf schliefen, nach ihrem Atmen zu urteilen. Der hochstehende Mond, der durch das Rauchloch im Dach blickte, hatte einen weißen Fleck auf den Boden gezeichnet. Von draußen aber war ein Brummen zu hören und ein Geräusch, als ob ein großes Tier vor der Tür scharrte. Bilbo überlegte, was das bedeuten mochte, ob es Beorn in seiner Verzauberung wäre und ob er als Bär hereinkommen und sie töten würde. Er tauchte unter seine Decken, verbarg seinen Kopf und fiel schließlich wieder in Schlaf, obgleich er sich doch so sehr fürchtete. Es war heller Morgen, als er aufwachte. Einer von den Zwergen war in dem dunklen Winkel, in dem er lag, über ihn gestolpert und mit einem Plumps von dem Aufsatz auf dem Hallenboden heruntergerollt. Es war Bofur und er murrte, als Bilbo seine Augen öffnete. »Steh auf, du Faulpelz«, sagte er, »oh, es bleibt nichts mehr zu frühstücken für dich übrig.« Bilbo sprang auf. »Frühstück?« rief er. »Wo ist das Frühstück?« »Zum größten Teil in unserem Bauch«, antworteten die anderen Zwerge, die in der Halle umhergingen. »Aber was wir dir übrig gelassen haben, steht draußen in der Vorhalle. Wir haben uns nach Beorn umgesehen, die ganze Zeit, nachdem die Sonne aufging, aber keine Spur von ihm gefunden, abgesehen von dem Frühstück, das wir draußen vorfanden.« »Wo ist Gandalf?« fragte Bilbo und sah zu, dass er möglichst rasch etwas zu essen bekam. »Nur fort und irgendwo draußen«, sagten sie ihm. Aber auch vom Zauberer keine Spur an diesem Tag. Kurz vor Sonnenuntergang betrat er die Halle, wo der Hobbit und die Zwerge gerade ihre Abendmahlzeit einnahmen, die ihnen, wie schon den ganzen Tag, Beorns wunderbare Tiere auftrugen. Von Beorn hatten sie seit der letzten Nacht weder etwas gesehen noch gehört, und sie waren schon sehr verwundert. »Wo ist unser Gastgeber und wo seid ihr selbst den ganzen Tag geblieben?« riefen sie alle zugleich. »Eine Frage immer hübsch nach der anderen und erst nach dem Abendbrot. Seit dem Frühstück habe ich keinen Bissen mehr gegessen.« Schließlich schob Gandalf Teller und Krug von sich. Er hatte zwei ganze Brotlaibe verspeist, mächtig bestrichen mit Butter, dazu Honig und dicke Sahne, dann hatte er ein Viertel Met getrunken. Er holte seine Pfeife hervor. »Ich will die zweite Frage zuerst beantworten«, sagte er. »Donnerwetter, ist dies ein prächtiger Platz für Rauchringe!« Und in der Tat, für lange Zeit konnten sie nichts anderes aus ihm herausbringen. Er war viel zu beschäftigt, Rauchringe aufsteigen zu lassen, die rund um den Hauptpfeiler schwebten und die unterschiedlichsten Formen und Farben annahmen. Zum Schluss mussten sie sich gegenseitig durch das Loch im Gebälk hinausjagen. Von draußen wird es sehr seltsam ausgesehen haben, wie ein Rauchring nach dem anderen in die Luft stieg. Grüne, blaue, rote, silbergraue, gelbe, weiße, große und dünne, kleine, die durch große hindurchzogen und sich zu achten vereinten oder wie ein Schwarm Vögel davonstobten. »Ich habe Bärenfährten aufgespürt«, sagte er endlich. »Es muss wohl eine richtige Bärenversammlung heute Nacht hier draußen stattgefunden haben. Ich merkte bald, dass die Fährten nicht allein von Beorn herrühren konnten. Sie waren viel zu zahlreich und verschieden groß. Ich würde sagen, es waren kleine Bären, große Bären, gewöhnliche Bären und riesenhafte Bären, die da vom Beginn der Nacht bis fast zum Morgengrauen getanzt haben. Sie kamen aus nahezu allen Richtungen, ausgenommen vom Westufer des Flusses, vom Gebirge. In diese Richtung führte bloß eine einzige Fährte, und diese kam nicht, sondern führte nur von hier dorthin. Ich folgte ihr bis zum Karok, dort verschwand sie im Fluss, aber für mich war das Wasser zu tief und die Strömung zu stark, um hinüber zu wechseln. Es ist leicht, wie ihr euch erinnert, von hier aus durch die Furt den Karok zu erreichen, aber auf der anderen Seite ragt er wie eine Klippe aus einem Strom voller Wirbel. Meilenweit musste ich suchen, ehe ich eine Stelle fand, an der ich den Fluss breit und seicht genug fand, damit ich watend und schwimmend hinüberkam. Und dann musste ich die Meilen zurückgehen und die Fährte wieder aufnehmen. Inzwischen war es zu spät geworden, ihr lange weiterzufolgen. Sie führte geradewegs auf die Kiefernwälder an der Ostseite des Nebelgebirges zu, wo wir unsere hübsche kleine Zusammenkunft mit den Riesenwölfen vorletzte Nacht hatten. Und damit hoffe ich, auch eure erste Frage beantwortet zu haben«, endete Gandalf, und er saß eine Weile schweigsam da. Bilbo meinte, er hätte erraten, was Gandalf meinte. »Was sollen wir machen?« rief er, »wenn er alle Warge und Orks herbeiholt. Wir werden gefangen und umgebracht werden. Aber ihr sagte doch, Beorn sei unser Freund.« »So sagte ich, seid nicht albern. Beorn ist ein Feind der Orks. Besser wär's, ihr würdet zu Bett gehen, denn euer Verstand fängt schon an zu schnarchen.«
Bilbo fühlte sich zermalmt und da ihm nichts anderes einfiel, ging er zu Bett. Und während die Zwerge noch sangen, schlief er ein und zerbrach sich dabei noch immer seinen kleinen Kopf Beorns wegen, bis er von Hunderten von schwarzen Bären träumte, die draußen im Hof immerzu rund und rund ihre langsamen, schwerfälligen Tänze tanzten. Dann wachte er auf, als jeder andere schlief, und er hörte das gleiche Kratzen, Schnaufen, Schnarren und Brummen wie vordem. Am nächsten Morgen wurden sie durch Beorn geweckt. »So, ihr seid noch hier«, rief er. Er hob den Hobbit hoch auf und lachte, »nicht von Riesenwölfen oder Orks oder bösen Bären gefressen, wie ich sehe.« Und er klopfte Herrn Beutlin höchst respektvoll auf die Weste. »Das kleine Kaninchen ist wieder prall und fett von Milch und Honig.« Er lachte, »kommt, kommt und holt euch noch mehr.« So gingen sie alle mit ihm zum Frühstück. Beorn war ganz verändert. Er schien allerbester Laune und brachte sie mit seinen Geschichten zum Lachen. Sie brauchten sich auch nicht lange zu wundern, wo er so lange geblieben und warum er so freundlich zu ihnen geworden war, denn er erzählte es ihnen selbst. Er war über den Fluss gegangen und geradewegs auf das Gebirge zu, woraus ihr schließen könnt, wie rasch er auf den Füßen war, jedenfalls als Bär. Die verbrannte Wolfslichtung befiel ihm, dass dieser Teil ihrer Geschichte wahr sein musste. Aber er hatte mehr als das gefunden. Er hatte einen Warg gefangen und ein Ork dazu, die durch die Wälder streiften. Von diesen erfuhr er allerlei Neuigkeiten. Die Ork-Patrouillen jagten noch immer mit den Wagen hinter den Zwergen her und sie waren schrecklich zornig über den Tod des großen Orks und weil dem Wolfhauptmann die Nase verbrannt worden und so mancher aus seiner Garde durch das Feuer des Zauberers umgekommen war. So viel erzählten sie Beorn, dass er sie zum Reden zwang. Aber er vermutete, dass da noch mancher böser Streich vorbereitet wurde und dass ein Überfall der ganzen Ork-Armee und der verbündeten Wölfe zu fürchten war, ein Überfall in die Länder im Schatten des Gebirges, um die Zwerge zu erwischen oder Rache an Menschen und allen Wesen zu nehmen, die sie beherbergt haben mochten. »Eure Geschichte war eine gute Geschichte«, sagte Beorn, »aber jetzt, da ich sicher bin, dass sie wahr ist, gefällt sie mir noch einmal so gut. Ihr müsst schon entschuldigen, dass ich mich nicht auf euer Wort verlassen habe. Wenn ihr selbst am Rand des Nachtwaldes lebtet, würdet ihr keinem trauen, es sei denn, ihr kennt ihn wie euren Bruder oder noch besser als diesen. Wie die Sache steht, so kann ich euch nur sagen, dass ich so schnell ich konnte zurückeilte, um mich zu vergewissern, dass ihr sicher seid und euch jede Hilfe, die in meiner Macht steht, zuteil wird. Nach all dem werde ich freundlicher über Zwerge denken, den großen Ork erschlagen, wer das bedenkt.« Er lachte zornig in sich hinein. »Was habt ihr mit dem Ork und dem Warg gemacht?« fragte Bilbo plötzlich. »Kommt und seht«, sagte Beorn, und sie folgten ihm aus dem Haus. Ein Orkkopf stak auf dem Gatter und ein Wargfell war draußen an einen Baumstamm genagelt. Beorn war ein schrecklicher Feind, aber jetzt war er ihr Freund und Gandalf hielt es für klug, ihm ihre ganze Geschichte zu erzählen und den Grund für ihre Reise, so dass sie alle nur mögliche Hilfe von ihm bekommen konnten. Und dies versprach er für sie zu tun. Er wollte jedem ein Pony geben und Gandalf ein Pferd für den Marsch bis zum Wald. Dazu sollten sie Nahrungsmittel haben, die bei sorgfältigem Gebrauch für Wochen reichten und die so verpackt sein sollten, dass sie so leicht wie irgend möglich zu tragen waren. Nüsse, Mehl, verschlossene Krüge mit getrocknetem Obst, rote irdene Töpfe mit Honig, Zwieback, der sich lange halten würde und von dem schon eine Handvoll notfalls für einen langen Marsch genügte. Seine Herstellung war eines seiner Geheimnisse, aber es war Honig darin, wie in den meisten seiner Nahrungsmittel. Sie schmeckten gut, obgleich sie durstig machten. Wasser, so sagte er, brauchten sie auf dieser Seite des Waldes nicht mitzuschleppen, denn es gäbe Bäche und Quellen genug am Wald. »Aber euer Weg durch den Düsterwald ist dunkel, gefährlich und schwierig«, fügte er hinzu. »Wasser ist dort nicht leicht zu finden und Nahrungsmittel schon gar nicht. Die Zeit für Nüsse ist noch nicht gekommen. Obgleich sie kommen oder sogar vorübergehen kann, ehe ihr die andere Seite erreicht, und Nüsse sind von allem, was dort wächst, das Einzige zum Essen. Die Wildnis ist finster und sonderbar und unberechenbar. Ich will euch mit Häuten versorgen, in denen ihr Wasser mitnehmen könnt. Auch will ich euch Bogen und Pfeile geben. Aber ich bezweifle sehr, ob irgendetwas im Düsterwald wirklich genießbar ist. Einen Fluss gibt es dort, der schwarz und rasch fließend euren Pfad kreuzt. Trinkt ja nicht aus ihm und badet nicht darin, denn ich habe gehört, dass er verzaubert ist und Schlafmüdigkeit und Vergessen bringt. Und in den trüben Wasser dieses Waldes werdet ihr nichts Genießbares oder Ungenießbares schießen können, vor allem keine Fische, ohne den Pfad zu verlieren. Den Pfad aber dürft ihr niemals verlassen, aus keinem noch so wichtigen Grund. Das ist alles, was ich euch raten kann.
Jenseits des Waldrandes kann ich euch so gut wie gar nicht helfen. Ihr müsst euch auf euer Glück, euren Mut und die Lebensmittel verlassen, die ich euch mitgebe. Mein Pferd und meine Ponys müsst ihr am Rande des Waldes, darum muss ich euch bitten, zurückschicken. Ich wünsche euch guten Weg und mein Haus steht euch offen, wenn ihr je diesen Weg zurückkommt. Sie danken ihm mit vielen Verbeugungen und sie schwenken ihre Kapuzen und manchem zu Diensten, o Herr der großen hölzernen Hallen. Aber ihr Herz sank ihnen bei diesen ernsten Worten in die Hose, und sie spürten, dass das Abenteuer viel gefährlicher war, als sie angenommen hatten. Denn selbst wenn sie alle Gefahren des Weges bestanden, so wartete doch noch der Drache am Ende auf sie. Den ganzen Morgen waren sie geschäftig bei ihren Vorbereitungen. Am frühen Nachmittag aßen sie zum letzten Mal mit Beorn, und nach der Mahlzeit bestiegen sie die Streitrosse, die er ihnen lieh. Sie liefen mit manchem Abschiedsgruß zu und ritten eilig zum Gatter hinaus. Als sie die hohen Hecken im Osten von Beorns eingefriedetem Land hinter sich ließen, wandten sie sich nach Norden und später nach Nordwest. Auf seinen Rat hin strebten sie nicht mehr dem Hauptweg quer durch den Wald zu, der südlich seines Landes begann und der alte Düsterwaldweg genannt wurde. Wären sie dieser Straße gefolgt, so hätte ein kleiner Wasserlauf aus dem Gebirge sie bis zum gewaltigen Fluss geführt, viele Meilen südlich vom Karok. An diesem Punkt lag eine tiefe Furt, die sie hätten kreuzen können, wenn sie ihre Ponys noch gehabt hätten. Auf der anderen Seite führte ein schmaler Steig zum Saum des Düsterwaldes und zum Beginn des alten Waldwegs. Aber Beorn hatte sie gewarnt, dass sich gerade auf diesem Steig oft Orks herumtrieben, während der Waldweg selbst, wie ihr gehört hatte, zugewachsen war und am östlichen Ende gar nicht mehr benutzt wurde und in unwegsame Sümpfe führte. Außerdem lag der Ostausgang so weit südlich des einsamen Berges, dass sie von dort einen langen und schwierigen Marsch nach Norden hätten antreten müssen. Nördlich des Karoks schloss sich der Saum des Düsterwaldes dichter an die Ufer des gewaltigen Flusses an, und obgleich hier auch das Gebirge näher herankam, hatte Beorn ihn geraten, diesen Weg zu gehen. Denn an einer anderen Stelle, die nur wenige Tagesritte nördlich des Karoks lag, fand sich der Eingang zu eines kaum bekannten Pfades quer durch den Düsterwald, der geradewegs auf den einsamen Berg zulief. »Die Orks«, hatte Beorn gesagt, »werden noch 100 Meilen nördlich vom Karok den gewaltigen Fluss nicht überqueren und um mein Haus, nachts ist es wohl geschützt, einen großen Bogen machen. Aber dennoch, ich werde rasch reiten, denn wenn sie ihren Überfall bald ausführen, so kreuzen sie den Fluss im Süden und streifen den ganzen Waldrand ab und um euch den Weg abzuschneiden, und Warge rennen schneller als Ponys. Kurz, es ist sicherer, wenn ihr euch nach Norden wendet, selbst wenn es scheint, als rettet ihr zurück und gerietet wieder in die Nähe ihres Reiches. Denn das werden sie am wenigsten erwarten, und sie werden länger reiten müssen, wenn sie euch fangen wollen. Reitet nun los, so schnell ihr könnt!« Deshalb also ritten sie jetzt schweigsam, galoppierten, wo der Grund grasig und eben war. Das Gebirge lag finster zu ihrer Linken, und die Linie des Flusses mit seinen Bäumen rückte immer dichter heran. Die Sonne hatte sich gerade dem Westen zugewandt, als sie aufbrachen, und am Abend lag sie golden auf dem Land. Es war schwer, gerade jetzt an eine Verfolgung durch Orks zu denken, und als so manche Meile sie von Beorns Haus trennte, fingen sie wieder an zu reden und zu singen und vergaßen den finsteren Waldweg, der vor ihnen lag. Aber am Abend, als die Dämmerung kam und die Gipfel des Gebirges im Sonnenuntergang glühten, machten sie Rast und stellten eine Wache auf, und die meisten schliefen mit schweren Träumen ein, in denen sie das Geheul jagender Wölfe wiederklang und das Geschrei der Orks in den Ohren hatten. Doch der nächste Morgen zog strahlend und klar herauf. Es lag herbstlich weißer Nebel auf der Erde und die Luft war kalt. Als die Sonne sich rot im Osten erhob, zergingen die Nebelbänke, und als die Schatten noch lang waren, zogen die Zwerge weiter. So ritten sie noch 2 weitere Tage, und während der ganzen Zeit sahen sie nichts anderes als Gras und Blumen und Vögel und einzelne Bäume und gelegentlich kleine Rudel Hirsche, die ästen oder am Nachmittag im Schatten ruhten. Manchmal sah Bilbo Geweihe aus dem hohen Gras ragen, und zuerst dachte er, es wären abgestorbene Baumäste. Am dritten Abend hatten sie es sehr eilig, vorwärts zu kommen, denn Beorn hatte gesagt, sie würden den Eingang des Düsterwaldes früh am 4. Tag erreichen. So ritten sie nach Einbruch der Dämmerung immer noch weiter im Mondenschein bis tief in die Nacht. Als das Licht zu schwinden begann, war es Bilbo, als ob er dann und wann zu seiner Rechten oder zu seiner Linken die dunklen Umrisse eines großen Bären in gleicher Richtung trotten sah. Aber als er es wagte, Gandalf darauf aufmerksam zu machen, antwortete der Zauberer nur: »Still, schaut nicht hin!«
Am nächsten Tag brachen sie noch vor der Dämmerung auf, obgleich ihre Nachtruhe nur kurz gewesen war. Sobald es hell wurde, sahen sie den Wald auf sich zukommen, als ob er sie erwarte, eine schwarze und finstere Wand. Das Land stieg allmählich an, und es war dem Hobbit, als ob ein großes Schweigen sie fest umschlösse. Wenige Vögel sangen noch, es gab kein Rotwild, selbst Kaninchen waren nicht mehr zu entdecken. Nachmittags endlich erreichten sie den Saum des Düsterwaldes und rasteten unter dem gewaltig überhängenden Laubwerk der äußeren Bäume. Ihre mächtigen Stämme waren knorrig, ihre Zweige ineinander verschlungen, ihre Blätter dunkel und lang. Efeu wuchs an ihnen empor und hing bis zur Erde herab. »Ja, hier ist der Nachtwald«, sagte Gandalf, »der größte aller Wälder in der nördlichen Welt, auch Düsterwald genannt. Ich hoffe, euch gefällt sein Anblick. Jetzt müsst ihr diese vorzüglichen Ponys heimsenden, die ihr euch geliehen habt.« Am liebsten hätten die Zwerge zu murren begonnen, aber der Zauberer sagte, sie sei nicht ganz gescheit. »Beorn ist nicht so weit weg, wie ihr glaubt, und es wäre jedenfalls besser, ihr würdet euer Versprechen halten, denn er ist ein schrecklicher Gegner. Die Augen von Bilbo sind schärfer als eure, falls ihr nicht ebenfalls Nacht um Nacht nach Einbruch der Dunkelheit einen großen Bären neben uns wandern oder in der Ferne im Mondlicht unseres Lagers beobachten saht. Nicht nur, um über euch zu wachen und euch zu führen, sondern auch, um auf seine Ponys aufzupassen. Beorn mag euer Freund sein, aber er liebt seine Tiere wie Kinder. Ihr könnt nicht ermessen, was es heißt, dass er Zwerge so weit und so schnell auf ihn reiten ließ, was noch was geschehen würde, falls ihr versuchen solltet, die Ponys mit in den Wald zu nehmen.« »Und was geschieht mit dem Pferd?«, fragte Thorin. »Ihr habt noch nichts davon gesagt, dass es ebenfalls zurückgesandt wird.« »Nein, ich schicke es auch nicht zurück.« »Und wie ist es mit eurem Versprechen?« »Das ist meine Sache. Ich schicke es nicht. Ich reite es nämlich zurück.« Da wussten sie, dass Gandalf sie am Saum des Düsterwaldes verlassen würde, und sie waren verzweifelt. Aber was sie auch sagen mochten, nichts konnte seinen Entschluss ändern. »Nun, wir hatten uns damit auseinandergesetzt, als wir auf dem Karrock landeten«, sagte er. »Unnütz darüber zu streiten. Ich habe, wie ich euch sagte, einige dringende Geschäfte im Süden, und ich habe mich schon genug verspätet, als ich mich abrackerte mit euch. Ehe alles vorbei ist, werden wir uns möglicherweise wieder begegnen. Hinwiederum natürlich vielleicht auch nicht. Das hängt von eurem Glück und eurem Mut und Spürsinn ab. Und ich gebe euch Herrn Beutlin mit auf dem Weg.« »Schon vorher habe ich euch gesagt, dass mehr in ihm steckt, als ihr glaubt. Ihr werdet nicht allzu lange brauchen, das herauszufinden. Seid ein bisschen vergnügter, Bilbo, schaut nicht so sauer drein. Und ihr, Thorin und Kumpanei, seid auch zuversichtlicher, nicht so betrübt. Schließlich ist dies eure Expedition. Denkt an den Schatz am Ende und vergesst den Wald und den Drachen wenigstens bis morgen früh.« Am nächsten Morgen sagte er noch immer dasselbe. So blieb nichts anderes übrig, als die Wasserschläuche in einer klaren Quelle zu füllen, die sie dicht neben dem Waldeingang fanden, und die Ponys abzupacken. Sie verteilten das Gepäck so recht sie konnten, obgleich Bilbo dachte, dass seine Last schrecklich schwer sei. Der Gedanke gefiel ihm gar nicht, dass er mit all diesem Kram auf dem Rücken Meilen um Meilen dahintrotten sollte. »Macht euch nichts draus«, sagte Thorin, »es wird nur allzu bald leichter werden. Nicht lang, und ich fürchte, dass jeder von uns sich sein Gepäck schwerer wünscht, dann nämlich, wenn das Essen knapper wird.« Endlich nahmen sie Abschied von den Ponys und drehten ihnen die Köpfe heimwärts. Sie trabten fröhlich davon und schienen glücklich zu sein, dem finsteren Düsterwald ihre Schweife zu zeigen. Als sie davonzogen, hätte Bilbo schwören können, dass etwas wie ein Bär den Schatten der Bäume verließ und rasch hinter ihnen hertrabte. Jetzt sagte auch Gandalf lebewohl. Bilbo saß auf der Erde und kam sich sehr unglücklich vor. Er wünschte sich neben dem Zauberer aufs hohe Pferd. Nach dem Frühstück, einem sehr ärmlichen, war Bilbo in den Wald gegangen, und es schien ihm, als ob er schon am Morgen finster wie die Nacht und sehr geheimnisvoll wäre. »Man fühlt sich bewacht und beobachtet«, sagte sich Bilbo. »Auf Wiedersehen«, sagte Gandalf zu Thorin, »und auf Wiedersehen euch allen. Stracks durch den Wald geht jetzt euer Weg. Verlasst ihn nie. Weicht ihr ab, dann möchte ich wetten, ihr findet ihn niemals wieder und werdet aus dem Nachtwald nicht herauskommen. Und dann vermute ich, sehe ich weder euch noch sonst irgendwer euch jemals wieder.« »Müssen wir wirklich hindurch?« stöhnte der Hobbit. »Ja, ihr müsst«, erwiderte der Zauberer, »falls ihr auf die andere Seite kommen wollt. Entweder hindurch oder aufgeben. Und ich erlaube euch jetzt nicht zurückzukehren, Herr Beutlin. Ich schäme mich, dass ihr solche Gedanken habt. Ihr müsst doch an meiner Stelle Obacht auf all diese Zwerge geben«, fügte er lachend hinzu. »Nein, nein«, sagte Bilbo, »das meine ich gar nicht. Ich meine, ob es da nicht einen Weg drumherum gibt.« »Den gibt es, wenn es euch nichts ausmacht, 200 Meilen etwa nach Norden zu wandern oder das Doppelte nach Süden.
Aber selbst dann würdet ihr keinen sicheren Weg finden. Es gibt keine sicheren Wege in diesem Teil der Welt. Erinnert euch, ihr habt die Einödgrenze überschritten und müsst euch hier überall auf allerhand Späße gefasst machen. Ehe ihr den Düsterwald im Norden umgehen könnt, werdet ihr mitten in die Hänge des Grauen Gebirges geraten. Und die sind einfach vollgestopft mit Orks, Hobkobolden und Ungeheuern übelster Art. Und ehe ihr den Wald im Süden umgehen könnt, würdet ihr in das Land des Nekromanten kommen. Und gerade euch, Bilbo, brauche ich keine Geschichten über diesen schwarzen Hexenmeister zu erzählen. Ich rate euch gut, geht niemals in Gegenden, die sein finsterer Turm überragt. Haltet euch an euren Waldweg, bleibt tapfer, hofft auf das Beste und mit einer riesengroßen Scheibe Glück könnt ihr eines Tages wieder herauskommen und die langen Sümpfe unter euch liegen sehen und hinter ihnen weit im Osten den einsamen Berg, wo der gute alte Smaug haust und ich hoffe, dass er euch nicht erwartet. Ein großer Trost, Tatsache, knurrte Thorin. Lebt wohl, wenn ihr nicht mit uns gehen wollt, dann zieht ihr es besser ab ohne weitere Reden. Gut, lebt wohl und buchstäblich lebt wirklich wohl, sagte Gandalf. Er wandte sein Pferd und ritt hinab nach Westen. Aber er konnte der Versuchung nicht widerstehen, das letzte Wort zu behalten. Ehe er außer Rufweite war, drehte er sich noch einmal um, legte die Hände an den Mund und rief ihnen etwas zu. Ganz schwach hörten sie seine Stimme aus der Ferne. »Lebt wohl, seid vernünftig, passt gut auf euch auf und verlasst niemals diesen Pfad!« Dann galoppierte er davon und war bald außer Sicht. Oh, lebt nur wohl und verschwindet, brummten die Zwerge, die wütend waren, denn Gandalf zu verlieren, das hatte sie in Schrecken versetzt. Und jetzt begann der gefährlichste Teil ihrer Unternehmung. Ein jeder schulterte das schwere Gepäck und die Wasserschläuche, wandte sich aus dem Licht, das auf den Ländern draußen lag, und tauchte in den Wald ein.